Hey Leute, ich bin's Marco von gaming-schul.de und ich bin heute hier in Osnabrück in der eSport Factory, in der Backforce heute ein neues Modell vorgestellt hat, nämlich den Backforce V. Also endlich mal ein neuer Stuhl. Und das Krasse ist, was ich immer noch nicht so ganz fassen kann bei dem Modell, ich hoffe, man versteht mich, die Musik hier ist recht laut, aber dieser Stuhl hier kommt mit den gewohnten 10 Jahren Garantie zu euch nach Hause, mit einer Synchronmechanik, ist hochwertig verarbeitet, wird nachhaltig produziert und kostet, das ist jetzt das Krasse, einfach nur 399 Euro. 399 Euro für einen Stuhl, made in Germany, 10 Jahre Garantie, das finde ich ziemlich heftig. Und ja, ich wollte euch heute gerne mal meinen ersten Eindruck mit dem Stuhl mitteilen. Und zwar, genau, wir haben hier beim Stuhl, wie würde es Interstuhl auch anders machen, eine Synchromechanik natürlich, mit der wir also entsprechend, wenn wir uns anlehnen, den Winkel zwischen Ober- und Unterkörper hier öffnen und dadurch halt beim Sitzen für echte Bewegungen unter dem Rücken sorgen und dadurch die Bandscheiben entlasten. Das ist natürlich ein Muss und etwas anderes würde Interstuhl sicherlich auch nie herstellen. Die Synchromechanik hier ist etwas speziell, also es ist immer was Besonderes, denn ihr seid es ja gewohnt bei Synchromechaniken den Anpressdruck unterhalb der Sitzfläche zum Beispiel oder am Rand eigentlich meistens bei Synchromechaniken einzustellen. Und das ist hier nicht notwendig, denn diese Synchromechanik hier, die passt sich automatisch an euer Körpergewicht an. Das passt für mich auch sehr gut. Ich habe auch hier die Dame hinter der Kamera, die habe ich auch schon gerade testen lassen, mit ihren 1,67 und um die 52, 53 Kilo. Auch bei ihr passt das sehr gut und auch bei mir mit 1,89 und ja, gerade so 85 Kilogramm ist das also eine sehr, sehr schöne Sache. Genau, wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, bei 399 Euro ist das schon natürlich nicht so super krass ausgestattet wie jetzt ein Backforce One Plus oder ein Backforce One. Wir müssen natürlich also hier ein paar kleine Abstriche machen, aber dennoch sind die Stühle sehr gut aufgestellt, würde ich sagen. Wir haben beispielsweise jetzt hier 1D-Armlehnen, also die Armlehnen sind nicht wie die anderen Armlehnen, die wir kennen von Backforce, nach hinten klappbar, sondern sie sind nur in der Höhe verstellbar. Das ist natürlich eine Sache, irgendwo muss natürlich eingespart werden, denn bei 399 Euro für Made in Germany, da kann man natürlich nicht alles machen, aber ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr jetzt zum Beispiel später noch 5D-Armlehnen haben wollt, also wegklappbar mit Polsterung und allen Verstellmöglichkeiten, dann könnt ihr die für 59 Euro im Shop auch nachbestellen. Das ist also auf jeden Fall nochmal eine Option für euch, das schon mal nebenbei. Genau, dann wäre noch dazu zu sagen, es gibt noch eine PC Games Hardware Edition und noch eine weitere Special Edition von der Eintracht Spandau. Und das sind eben die Stühle, bei denen haben wir, weil es eben jetzt nochmal direkte E-Sport-Stühle sind, da haben wir hier nochmal die Armlehnen, die sind jetzt 2D-Armlehnen, wie beim Backforce One also. Also auch in der Höhe verstellbar, aber noch zusätzlich eben nach hinten klappbar. Das haben also entsprechend nur diese beiden Versionen an sich, diese Eigenart. Ansonsten haben wir, wie gesagt, eben 1D-Armlehnen. Jetzt gerade der Einwand, habe ich ganz vergessen, es waren heute sehr viele Informationen auf jeden Fall. Dieses Modell hier ist ebenfalls mit den 2D-Armlehnen ausgestattet, aber das könnt ihr euch dann alles nochmal in meinem Testbericht genau angucken. Da werde ich das nochmal alles übersichtlich machen, denn ich habe den Stuhl jetzt auch heute Abend erst kennengelernt und kenne ihn jetzt, wie gesagt, selber noch überhaupt nicht. Also ich habe ein Bild vorher gesehen. Aber ansonsten über die Specs, die Eigenschaften des Stuhls, habe ich so noch nichts erfahren bisher. Wo waren wir also? Genau, wir haben zum einen 1D-Armlehnen Synchromechanik, also auch schon mal ein sehr, sehr gutes Package auf jeden Fall. Und was natürlich auch nicht fehlen darf, ist hier einmal die Lordosenstütze, die entsprechend fest verbaut ist und einfach dann hier unser Hohlkreuz einfach schön ausfüllen soll und dadurch halt die umliegenden Strukturen, die Muskulatur ein bisschen entlasten soll. Und das funktioniert hier auf jeden Fall auch sehr gut. Also schon mal Backforce One oder wie auch im Recaro Ray, feste Lordosenstützen sind schon sehr, sehr vernünftig. Es gibt natürlich auch die 4-Wege-Lordosenstützen, wie beim Backforce One Plus, die eben noch mal ein bisschen mehr zulassen, aber notwendig sind die nicht unbedingt. Ist natürlich Feintuning und ein Luxus, aber als Basic-Variante, gerade bei dem Preis von 399 Euro, ist das hier wirklich optimal. Also mein unterer Rücken fühlt sich hier optimal gestützt an. Und was jetzt einige Menschen schon vermuten bei dem Stuhl oder vermuten könnten, denn das war eins der ein Thema der Entwicklung des Stuhls auf jeden Fall ist, wir haben ja hier ja, dieses spitz zulaufende nach unten, deswegen heißt es auch Backforce V, weil das so ein bisschen so ja, an so einen V-förmigen athletischen Körper erinnert, würde ich jetzt sagen, oder einfach nur ein V darstellt, eine Superhelden, das, daran muss ich auf jeden Fall denken, besonders beim hier schwarz-goldenen Stuhl, der rot-goldenen Stuhl, der in meinen Augen so ein bisschen Ironman-mäßig aussieht. Also das ist auf jeden Fall nicht störend, dass es hier enger wird. Also die Hauptsache ist wirklich beim Stuhl, dass hier die Wirbelsäule unterstützt wird und das wird sich hier optimal. Und dass jetzt hier ein bisschen was fehlt, ist, also es fehlt eigentlich nichts, ist die falsche Wortwahl. Sitze ich auf jeden Fall beim ersten Mal jetzt sehr gut. Ich kann natürlich jetzt anfangs noch nicht so viel zum Sitzkomfort sagen. Es ist jetzt ja das erste Hinsetzen, aber es ist ein Stuhl von Interstuhl, die seit über 5 Jahrzehnten Stühle bauen und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass es hier ein vernünftiger Stuhl ist. Man sieht auch von der Sitzhöhe her, passt er zu mir auf jeden Fall. Ich habe hier so wie beim One ungefähr
ungefähr eine Handbreit Platz zwischen Sitzfläche und Wade. Und die Rückenlehnhöhe ist hier ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Sitzt mir aber eigentlich ganz gut, denn ich habe hier so halt eine nette Unterstützung im Nacken und kann mich noch sehr schön anlehnen bei dem Stuhl. Natürlich müssen wir uns auch die Frage stellen, warum ist denn der Backforce V so etwas günstiger als die anderen Backforce-Stühle? Und ich habe ja schon gesagt, die Armlehnen sind ein bisschen weniger verstellbar. Und insgesamt ist der Stuhl natürlich ein bisschen günstiger gehalten. Das sehen wir unter anderem hier beim Fußkreuz. Also beim Backforce One und Backforce One Plus, da kennt ihr noch das Aluminium-Fußkreuz, das sehr schön in Felgenoptik ist. Und Aluminium ist natürlich ein tolles Material und das können wir uns bei einem Preis von 399 Euro hier natürlich nicht leisten. Deswegen haben wir hier ein stabiles Kunststoff-Fußkreuz. Ich sage extra schon stabil, weil es wird immer wieder nachgefragt, ob Kunststoff nicht irgendwie instabil ist oder so. Aber nein, auch das Fußkreuz ist natürlich unter den 10 Jahren Garantie inbegriffen und das bricht auch nicht. Also es gab schon einen oder anderen China-Stuhl, bei dem es halt gebrochen ist, aber das müssen wir hier bei einem qualitativ sehr hochwertigen Stuhl auf jeden Fall nicht erwarten. Und wie gesagt, das ist alles mit der Garantie abgedeckt. Die Rollen sind hier, so wie ich das jetzt gerade sehe, glaube ich, genau die gleichen wie beim Backforce One und One Plus. Und auch die Gasfeder, der Gaslift ist ja genau der gleiche. Und dementsprechend würde ich sagen, erhaltet ihr hier auf jeden Fall für 390 Euro einen sehr, sehr vernünftigen Stuhl. Ein Punkt übrigens noch, warum der Backforce V günstiger angeboten werden kann, ist das Packmaß. Denn bisher die One und One Plus Modelle, die mussten dann entsprechend per Spedition verschifft werden oder versendet werden. Das ist natürlich sehr, sehr teuer. Und der Backforce V, der ist entsprechend per DHL versendbar und das ist natürlich für den Hersteller wesentlich günstiger. Und die Preise bei Interstuhl, bei Backforce sind da eh schon immer sehr, sehr fair gewesen. Und dementsprechend die Ersparnis, die der Hersteller hier hat, die wird an Kunden weitergegeben und somit können auch die Leute, die ein bisschen weniger zur Verfügung haben, einfach einen recht preiswerten Stuhl auf jeden Fall hier kaufen. Wir können noch mal kurz ein bisschen die Farbvarianten durchgehen, auch wenn die vielleicht schon ein bisschen beleuchtet wurden jetzt hier oder ihr habt sie auf jeden Fall schon gesehen. Unter anderem haben wir hier das Modell entsprechend in Blau-Rot. Also Backforce, man sieht auf jeden Fall, bei den Farbvarianten ist da sehr, sehr mutig gewesen. Ich bin immer eher ein bisschen der Fan von etwas schlichteren Stühlen, aber trotzdem finde ich viele der Farbvarianten hier sehr, sehr gelungen. Und auch ich hätte es sehr, sehr schwierig, mich hier zu entscheiden. Natürlich haben wir auch hier wieder von hinten was sehr Ansehnliches. Also wie beim Backforce One One Plus sieht der Stuhl eben auch von hinten sehr gut aus. Hat jetzt hier keine LED-Brosche, wie wir sehen, aber wenn wir wollen, können wir diese nachbestellen. Also falls ihr da Interesse dran habt, dann könnt ihr das also noch nachrüsten und dann einfach hier hinten eben reinmachen. Jetzt, wo wir gerade hier die Nahaufnahme haben, ist auch noch erwähnenswert natürlich, wir können auch hier, das ist das Backforce sich treu geblieben, hier auch wieder die Schulterpatches austauschen und uns auch den Backforce V entsprechend natürlich schön personalisieren und das auf eine sehr, sehr günstige Art und Weise. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten Stuhl, zum nächsten Modell. Da haben wir einmal den in einem sehr angenehmen Grün. Also bisher fand ich grüne Gaming-Stühle immer sehr, sehr unschön, aber das ist halt ein sehr, sehr mattes Grün, würde ich sagen, und nicht so halt so quietschig. Und ich finde, das wirkt eigentlich sehr dezent hier. Die Akzente hier sind so eher in sandfarben, könnte man sagen. Und auch von hinten hier natürlich dann entsprechend die Akzente. Also auf jeden Fall ein paar sehr gelungene Modelle mit dabei. Dann gehen wir mal weiter hier zu einem meiner Favoriten unter den verschiedenen Versionen, die wir hier haben. Und zwar ist das einmal hier dieses Modell. Erinnert mich persönlich sehr krass an Iron Man, denn ich habe auch noch so eine coole Iron Man Maske zu Hause. Also Rot und Gold sind genau die Farben und gerade auch durch diese schöne Silhouette, die er hier hat, finde ich, erinnert er auf jeden Fall sehr an einen krassen Superhelden, würde ich sagen. Naja, das ist also auch ein sehr, sehr schönes Modell, würde ich sagen. Von hinten natürlich auch hier, die goldenen Akzente sind hier auch natürlich verwirklicht worden bei dem Modell. Und dann gehen wir jetzt weiter zum nächsten Stuhl. Backforce hat ja schon vor einer ganzen Weile gefragt, die Leute, welche Farben wünscht ihr euch bei euren Stühlen? Und da wurde unter anderem Violett eben sehr krass gewotet auf jeden Fall. Und hier auch entsprechend, wie die anderen Modelle, sehr krass gefärbt auf jeden Fall. Also alles Violett und hier dann entsprechend nochmal so weiße Akzente. Ist für den einen oder anderen sicherlich auch eine schöne Nummer. Und auch von hinten hier, wie bei den anderen Stühlen auch, eben mit weißen Akzenten, so wie sie eben auch vorne gewesen sind. Dann haben wir hier nochmal eine Special Edition. Und zwar ist das jetzt diese hier von der Eintracht Spandau. Finde ich auch sehr schick, also wird auch eher meinem Geschmack entsprechen, ein bisschen schlichter, aber trotzdem noch ein bisschen Farbe mit drin. Finde ich auch sehr schick. Hier auch nochmal von hinten, hier sind die Elemente dann in Rot gehalten. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch hier die PC Games Hardware Edition.
ebenfalls mit den 2D-Armlehnen und eben in Blau mit einem sehr schönen leuchtenden Grün, was ja eigentlich, wie ich eben sagte, nicht so mein Ding ist, aber die Farbkombination hier finde ich eigentlich auch wieder sehr schön gelungen. Dieses Muster hier übrigens auf den Seitenwangen mag ich es eigentlich gar nicht nennen, das ist nicht geklebt. Das wird da also, ich habe das den Begriff vergessen, auf jeden Fall, weißt du es noch? Und das Ganze hier ist auf jeden Fall eben nicht geklebt, sondern in irgendeiner Form sowas ähnliches wie eingelasert, aber ich habe jetzt den Begriff dafür nicht mehr gerade parat. Und was auch noch zu sagen wäre, sind alles hier, die Stühle sind komplett mit Stoff bezogen, also komplette Stoffbezüge, atmungsaktiv. Und was hier auch sehr schön ist, da geht wieder der Nachhaltigkeitsgedanke von Interstuhl durch, die Bezüge sind komplett aus Flaschen gemacht, also ein komplett recyceltes Bezugsmaterial, also auch wieder in Sachen Nachhaltigkeit eine ganz coole Sache. Und das auch noch bei einem Preis von 390 Euro, denn recycelte Materialien sind auch nicht immer so günstig. Und damit habe ich euch jetzt erstmal den Backforce V vorgestellt. Ich finde den komforttechnisch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich finde auch die Farbkombination sehr gut und für mich ist das auf jeden Fall bisher ein rundum gelungener Stuhl. Ich würde mir wahrscheinlich noch die Armlehne dazu bestellen für 59 Euro. Wo wir gerade auch über Geld sprechen, ist da noch eine wichtige Sache zu erwähnen. Das sage ich jetzt schon mal hier. Ihr müsst auf jeden Fall wissen, dass der Backforce One und der OnePlus demnächst auch teurer werden. Also wir haben alle mitbekommen, dass die Rohstoffpreise und auch die Energiekosten und Produktionskosten im Allgemeinen in den letzten Monaten sehr krass in die Höhe gegangen sind. Und der Backforce One wird demnächst von 499 auf 599 Euro hochgesetzt und auch der OnePlus wird nochmal von 649, die er jetzt kostet, auf 699 hochgesetzt, also nochmal 50 Euro teurer. Dementsprechend würde ich sagen, wenn ihr sowieso schon lange überlegt, euch eine Stühle zu kaufen, sei es jetzt der Backforce V oder der One oder OnePlus, dann seid auf jeden Fall schnell, kauft jetzt und besser jetzt als in den nächsten Wochen, denn soweit ich weiß, um den 22. August herum werden die Stühle teurer und dann gibt es auch kein Zurück mehr, keine Ausnahmen. Dann müsst ihr eben für euren zukünftigen Backforce ein bisschen mehr bezahlen. Das ist nochmal ein Tipp von meiner Seite. Falls ihr euch eine Stühle kaufen solltet, dann macht das doch gerne über einen der Links aus der Videobeschreibung hier. Den Backforce V könnt ihr ab dem 22. August kaufen und ab diesem Tag werden dann wahrscheinlich auch die Preise der anderen Modelle angehoben. Insofern, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dazu einen von meinen Links benutzt aus der Videobeschreibung. Da ich mir die allermeisten Stühle auch selber kaufe, würde mir das sehr helfen. Ich bekomme dann eine kleine Provision und das wäre eine sehr schöne Sache. Ansonsten bleibt noch zu sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert, ein Like das Video da lasst und wenn ihr mögt, auch einen Kommentar schreibt mit euren Gedanken zum Backforce wie dem neuen Modell. Wie gefällt er euch? Würde mich sehr interessieren und damit vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.